läuft der Pavel Richtung Castle. Irgendwie ist es heute wärmer wie gedacht. Es geht zum Glück so ein kleiner Wind. Der kühlt das so ein bisschen runter, aber Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Also es ist immer so eine leichte Steigung. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Paleo Castro. Das ist eine alte Burgruine. Wir waren da schon mal vor ein paar Wochen. Wenn er nochmal hoch, weil es so schön ist. Schwitzt sich der Pavel den Weg frei zur Burg. Natürlich ist ja auch alles voll mit Bienen und Stechtieren jeglicher Art. Ich glaube, ich habe schon wieder 10 neue Stiche. Ist das nicht schön hier? Jetzt sind wir oben. Juhu, da ist nicht der Eingang. Aber da ist der Pavel. Der letzte Kraft nimmt er zusammen, sich da hochzuschleppen. Guck mal, wie man zu Hause ist. Ja, man sieht halt auch schon mal was eingestürzt. Huch, nicht stolpern. Ja, und von da unten kommen wir. Da irgendwo zwischendrin geht der Weg lang. Darüber. Pavel schleicht durchs Bild. Ja, zieht sich gerade so ein bisschen zu. Wir hoffen, das Wetter hält sich trotzdem. Sollte nämlich nicht regnen. Hier unten, das ist die Lagune. Da hinten steht irgendwo unser Dodo. Da hinten sind wir hergelaufen. Ja. Bauchbucht. Sehr schön. Also letztes Mal, wie ich hier durchgelaufen bin, war noch nicht so viel Grünzeug hier. Da ist man noch leichter durchgekommen. Aber freundlicherweise hat jemand die Brennnesseln zurückgeschnitten. Man sieht hier auch noch überall diese Mauern.
Das ist schon phänomenal, weil wenn man nämlich bei uns unten beim Auto losläuft, sieht man von der Seite nämlich eigentlich gar nichts von der Festung. Das ist schon der Wahnsinn. Als wir das erste Mal hier waren, dachten wir uns auch, wir kamen um die Ecke und dachten, wow. Dachten, hier steht vielleicht noch so zwei Türmchen oder sowas, aber nee, das war schon ganz cool. Eigentlich wollten wir hier lang zurückgehen, aber das ist ein bisschen zugewachsen. Ich hatte gerade schon mehrere Kämpfe mit verschiedenen Distelarten und Brennnesseln und deswegen gehen wir denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. So, um uns rum schwirrt hier alles. Ist alles voll mit Bienen. Sehr schön. Wir haben doch noch einen alternativen Weg gefunden, damit wir nicht durch dieses Gebüsch müssen. Echt? Und da kann ich rübergehen? Ja, klar. Ach, der Pavel. Gehen! Nicht fallen! Thank you.